Wie kann es sein, dass manche Gebäudedienstleister 50.000 Euro Monatsumsatz machen und 15.000 Euro Gewinn übrig bleibt und andere wiederum bei dem gleichen Umsatz bei plus minus null Gewinn sind? Und das sind keine theoretischen Werte, sondern das sind reale aus der Praxis, die wir immer wieder erleben. Und die Antwort ist klar. Gebäudereinigung A macht mehr Gewinn, hat eine höhere Gewinnmarge als Gebäudereinigung B. Aber warum bleibt bei Gebäudereinigung B am Ende so wenig übrig? Was wir immer wieder erkennen, sind drei Fehler, die Gebäudedienstleister machen, die dazu führen, dass die Gewinnmargen so unfassbar gering sind. Punkt Nummer 1. Sie können nicht richtig kalkulieren. Das heißt, sie kalkulieren fehlerhaft, nicht präzise genug, sie kalkulieren so, als wenn sie selber reinigen würden und dadurch verkalkulieren sie sich. Also da ganz wichtiger Appell an dich, bitte wende dich an uns. Wir bringen dir bei, wie du die richtigen Preise für alle Objekttypen präzise gewinnbringend kalkulieren kannst. Punkt Nummer 2. Sie können ihre Preise nicht durchsetzen. Das heißt, sie kalkulieren richtig mit dem richtigen Preis, aber können diesen Preis beim Kunden nicht durchsetzen. Sie geben dann als Ausrede, ja, dass der Kunde das nicht bezahlen möchte, weil sie es nicht verkaufen können und lassen sich vom Kunden den Preis runterhandeln. Am Ende des Tages geben sie dem Kunden dann die Schuld, dass dieser nicht mehr bezahlen wollte. Und natürlich, ich verstehe das. Der Kunde möchte am Preis drücken. Und ich weiß auch, dass es da draußen sehr viele schwarze Schafe von Gebäudereinigern gibt, die versuchen, sehr, sehr günstige Preise anzubieten und das zu machen. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass du deine Dienstleistung für den Preis an den Kunden verkaufen kannst, der für dich kalkulierbar ist. Und ich kann dir sagen, die Kunden sind bereit, mehr zu bezahlen, wenn du das Ganze sauber verpacken kannst, in einer gewissen Qualität auch anbieten kannst. Unsere Kunden beispielsweise sind in der Lage, über 40 Euro Stundensätze abzurufen, ohne Probleme. Kommen wir aber zu Punkt Nummer 3. Sie haben sich einen viel zu hohen Kostenblock aufgebaut. Wenn wir uns die Kostenstruktur in der Gebäudereinigung mal näher anschauen, dann liegen die Personalkosten roundabout bei ca. 60-80%. Dort werden viele Fehlentscheidungen von Gebäudedienstleistern getroffen. Es gibt ineffiziente Reinigungspläne. Reinigungskräfte benötigen oft länger in den Objekten, als es vielleicht notwendig wäre. Ja, es werden selten geschaut und optimiert, beispielsweise welche Organisationsformen effizienter in den Objekten sind, wie zum Beispiel ein Kolonnensystem oder ein Reviersystem. Denn am Ende ist es klar, es geht darum, innerhalb der Objekte Zeit zu sparen. Und verstehe mich bitte nicht falsch, ich meine damit nicht, dass du die Reinigungskräfte wie ein Roboter arbeiten lassen solltest, sondern dass du saubere Organisationsformen für Reinigungsverfahren aufsetzen solltest, damit alles effizienter läuft in den Objekten. Viele machen dann auch den Fehler, die Kapazitäten ihrer Reinigungskräfte nicht richtig auszulasten. Das führt zu hohen Anfahrtskosten, weil Mitarbeiter viel zu weit fahren müssen oder sie müssen zu viele Zuschläge bezahlen, weil die Planung nicht optimal gelaufen ist. Und diese drei Fehler führen immer wieder dazu, dass die Gewinnmargen in gewissen Betrieben in der Gebäudereinigung einfach viel zu gering sind. Solche Fehler passieren. Das ist kein Problem. Ja, das wird immer wieder passieren. Ich erlebe das auch bei größeren Unternehmen so, wo beispielsweise ein neuer Kalkulator eingestellt worden ist, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat und eine Fehlkalkulation gemacht hat. Na, das passiert, aber es darf nicht so oft passieren. Aber es passiert einfach und das ist okay. Viel wichtiger ist, dass solche Fehler sofort erkannt werden. Wenn die Plankalkulation nicht mit der Ist-Situation übereinstimmt, wenn Abweichungen vorhanden sind, ist es extrem wichtig, dass das innerhalb von spätestens 3 Monaten erkannt wird. Und genau dafür, exakt dafür, ist das Objektcontrolling wichtig. Damit du eben Abweichungen zwischen der Plankalkulation, der Ist-Situation erkennen und entsprechend reagieren kannst. Denn es ist häufig eben so, dass der kalkulierte Preis nicht den tatsächlichen Gewinn widerspiegelt, weil die Ist-Kosten einfach abweichen. Und kommen wir mal dazu, was denn alles notwendig ist,
um so ein gutes Controlling aufzusetzen? Also in erster Linie, klar, musst du wissen, wie viel Umsatz du durch ein Objekt machst. Aber es ist relativ einfach, weil du dem Kunden ja alles in Rechnung stellst. Auch wenn du Zusatzleistungen hast, es wird alles in Rechnung gestellt. Du musst aber auch deine Kosten dem Objekt zuweisen und berechnen. Und damit meine ich nicht deine kalkulierten Kosten, sondern die tatsächlich anfallenden Kosten. Und hier wird es etwas komplexer, denn es gibt direkt zuordnenbare Kosten und indirekte Kosten, die einem Objekt nicht direkt zugewiesen werden können. Und lass uns mit den direkten zuordnenbaren Kosten starten. Hier beziehen wir uns auf die tatsächlich gereinigten Stunden. Also wir schauen uns an, wie viele Stunden die Reinigungskraft tatsächlich im Objekt gereinigt hat. Zahle ich diesen Reinigungskräften Planstunden oder zahle ich den Iststunden oder Sollstunden? Je nachdem, was für ein Vergütungsmodell du hast, wird das natürlich im Controlling berücksichtigt. Wenn du Unterstützung dabei brauchst und ich weiß, wie du deine Reinigungskräfte bezahlen sollst, ob nach Planzeit, Istzeit oder Sollzeit, die Vor- und Nachteile nicht so richtig kennst, dann wende dich an uns. Wir unterstützen dich dabei. In Mendato wird sowas auch beispielsweise automatisch berücksichtigt. Je nachdem, was du mit deinen Mitarbeitern vereinbart hast, werden die entsprechenden Vergütungsmodelle abgewickelt. Viel wichtiger sind aber die Zuschläge, die anfallen. Für Überstunden, für Nachtarbeit, für Feiertage, die entsprechend berücksichtigt werden in den Kosten. Und dann kommen natürlich noch sowas wie Anfahrtszeiten und Kosten dazu, die auftauchen. Diese müssen auch mit berechnet werden. Beispielsweise auch Vertretungseinsätze. Wenn Mitarbeiter krank sind, musst du Vertretungen planen und diese müssen auch in das Controlling berechnet werden. Dadurch kannst du eben herausfinden, wie viele Mitarbeiter in dem Objekt ausfallen und wie viele Vertretungskosten du dem Objekt zuweisen musst. Die Nachreinigungskosten sind ebenfalls wichtig. Wenn Reklamationen entstehen, wie viel wurde am Ende des Monats eigentlich nachgereinigt in den Objekten? Wie viele Stunden wurde nachgereinigt? Also insgesamt beziehen wir uns auf die tatsächlich gereinigten Zeiten plus die Zuschläge für diese Zeiten. Und ganz klar, diese Faktoren sind sehr schwer manuell abbildbar. Also wenn man sowas versucht über Excel abzubilden, führt das zu sehr viel Chaos, sage ich mal. Und in der Vergangenheit war sowas auch nicht so gut möglich, präzise abzubilden. Aber seit der Digitalisierung und durch vor allem die digitale Zeiterfassung hast du jetzt eine gute Möglichkeit, diese Zahlen sehr präzise abzubilden. In Mendato werden alle Zeiten mit sämtlichen Zuschlägen direkt den Objekten zugewiesen. Dadurch hast du sehr präzise die direkt zuordnenbaren Kosten. Und ein weiterer Kostenblock im Controlling sind die indirekten Kosten, die einem Objekt zugewiesen werden können. Diese sind aber schwer kalkulierbar. Was sind das für Kosten? Beispielsweise die Kosten für einen Objektleiter. Bei hohen Reklamationen muss sich der Objektleiter damit beschäftigen, mit den Kunden reden, Vertretungen planen und regelmäßige Qualitätskontrollen umsetzen. Diese Zeit kostet Geld. Ja, ein Objektleiter, ganz klar, ist nicht günstig. Zumindest ein guter Objektleiter. Der weiß, was er kostet. Und daher ist es wichtig zu sehen, wie viel prozentuale Zeit der Objektleiter in gewisse Objekte investiert. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Fluktuation. Wenn Mitarbeiter zum Beispiel häufig kündigen, weil sie das Objekt zu schwierig finden oder es zu weit von der Stadt entfernt ist, also schlecht gelegen ist, muss im Recruiting-Bereich sehr viel Zeit investiert werden, um neue Mitarbeiter zu akquirieren. Mitarbeitergewinnung ist in unserer Branche nicht günstig, ganz im Gegenteil, es ist teuer. Es muss Geld für Werbung investiert werden, um eben neue Mitarbeiter einzustellen. Diese Kosten sind dem Objekt nicht direkt zuweisbar. Daher gibt es die ergebnisbasierte Kostenrechnung. Du entscheidest, wie viel eine Reklamation im Schnitt dich kostet und berechnest, wie viele Reklamationen ein Objekt beispielsweise verursacht. So kannst du die Reklamationskosten eines Objektes berechnen. Auch die Objektkontrollen beispielsweise. Wie viele finden in einem Objekt statt und was kosten sie? Und zusätzlich kannst du auch spezielle Fälle und ihre Kosten einem Objekt zuweisen. Und so kannst du dann eben diese Kosten entsprechend berechnen. Das hört sich jetzt alles vielleicht viel für dich an. Aber am Ende des Tages ist es so wichtig, das zu machen.
Du willst nicht mit jedem Objekt, nicht mit jedem Kunden zusammenarbeiten, sondern du solltest mit den besten Objekten, den lukrativsten Objekten zusammenarbeiten. Du willst hohe Qualitätsstandard anbieten und deine Zeit sinnvoll investieren. Wenn du in Objekte investierst, die keinen Gewinn machen, lohnt es sich einfach nicht. Deine Zeit ist nicht richtig investiert. Deshalb empfehle ich dir, investiere deine besten Mitarbeiter in neue lukrative Objekte. Durch uns bist du zum Beispiel in der Lage, viele neue Kunden und Objekte zu generieren und dich auf lukrative Objekte zu fokussieren. Ich empfehle dir nämlich als Gebäudedienstleister, Objektcontrolling einzuführen und über Mendato die Controlling-App zu nutzen. Denn diese zeigt dir präzise in Echtzeit, wie viel Gewinn du in den Objekten machst. So kannst du strategisch kluge Entscheidungen treffen. Und ich würde dir auch empfehlen, fange damit so früh wie möglich an, damit du mit den richtigen Objekten von Anfang an zusammenarbeitest, um stabil wachsen zu können. Denn, ganz wichtig, du kannst nur zu einem Level wachsen, wenn du Gewinn machst. Wenn du bei plus minus null bist in gewissen Objekten, ganz ehrlich, dann verschwendest du deine Zeit. Du arbeitest für nichts und deine Zeit ist das Kostbarste, was du hast. Also, das sollte nicht dein Ziel sein. Deshalb implementiere bitte die Controlling-App, schau dir an, wie viel Gewinn du in den einzelnen Objekten machst. Im zweiten Schritt meldest du dich bitte bei uns, bei der EMR Unternehmensberatung an. Wir kümmern uns darum, dass du wirklich Objekte gewinnst, die hohe Gewinnmargen haben. Wir ballern dich mit lukrativen Anfragen voll. Wir zeigen dir, wie du richtig kalkulieren und diese Preise auch durchsetzen kannst, sodass der Kunde zufrieden ist und bereit ist, mehr zu bezahlen, auch wenn es ein Vergleichsangebot von einem Billiganbieter gibt. Na? Und ich freue mich auf dich, melde dich bei uns. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Liebe Grüße, bis dahin, dein Attila vom Team EMR.